Moin! Wie versprochen bin ich schon wieder zurück. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, mit der Afrika Twin. Wir bauen jetzt den Tank ab, den Vergaser ausmachen, alles immer ein bisschen sauber und bauen dann diese Dynojet Jetting Kit ein. Also ja, nicht lang quatschen, jetzt sofort los mit der Arbeit. Aber erstmal gucken wir uns den Tank an, wie man den runterkriegt und wie wir den leer bekommen, weil da natürlich, ich habe mein Motorrad super vorbereitet. Ja, ich fahre eigentlich die ganze Saison über, deswegen ist das bei mir Standard. Der Tank ist nicht leer, natürlich nicht. Ich habe aber glücklicherweise, weil ich wusste, dass ich das Motorrad auseinanderbaue, auch nicht voll getankt. Das heißt, ein bisschen Sprit ist noch drin. Ich habe 20 Liter im Kanister hier, das müsste also locker rausgehen. Und wenn wir das gemacht haben, bauen wir alles runter, Vergaser raus, sauber machen, einbauen und so weiter und so fort. Los geht's. So, los geht's. Wir haben hier, das ist super simpel, an der Seite bloß diese beiden Schrauben, die da. Hallo, so. Schrauben wir schon lose. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal, denn da oben, vorher müssen wir noch die am Benzinhahn die Schläuche abbauen und dann müsste er schon runterkommen. Also dolle fest, dolle richtig befestigt ist das ja nichts. Also relativ simpel und der wird wahrscheinlich auf so Gummislidern sitzen. Also nichts Besonderes. Baut jetzt ab. Alter Verwalter, das ist ein Riesentank, da steht einfach mal ein Mülleimer drunter. Wisst ihr Bescheid, ein Riesending. Naja, da müssen ja die zwei Zylinder noch durchpassen. Und dann müssen da natürlich auch 24 Liter Sprit drin passen. Ein Riesenteil ist das. Krasse Scheiße, den machen wir jetzt leer. Und dann müssen wir mal gucken. Ah, Vergaser. Mann ey, ich muss ehrlich gesagt hier stehen, ich habe davon keine Ahnung. Aber ich habe ja ein Wartungshandbuch und mit dem Wartungshandbuch wird man da schon durchsehen. Junge, Junge, das sieht gefährlich aus. Naja, aber grundsätzlich ist schon klar, ne? Hier ist das Jas. Da oben kommt die frische Luft. Das ist die Airbox hier. Naja, also das wird schon gehen. So grobe Technik wird es wohl nie sein. Okay, ich leg mal los. So, meine lieben Freunde, ich habe mal den Vergaser ausgebaut. Das war eine richtige OP. Hier hängt halt relativ viel dran, Unterdruckschläuche, Abluftschläuche, das ist hier der Schockbautenzug, hier sind die, ist der Gasbautenzug oder die Gasbautenzüge. Ihr seht, ich habe erstmal die Einlässe mit ein bisschen Papier zugemacht, dass einfach kein Dreck drin fällt. Das ist also jetzt erstmal hier so weit safe, ihr seht, war eine ganz schöne OP, weil das ist ein ganz schön großes Teil und das musste hier so raus operiert werden und das musste hier so zwischen dem Rahmen raus, dafür musste man den Vergaser so ein Stück drehen. Ich habe hier, hallo, moin, das ist mein Vater. Vater ist gerade zu Besuch. Wir haben hier tatsächlich natürlich immer wie immer an gleich mehreren Baustellen gearbeitet. Wir machen hier nämlich gerade den Strom und Lampentechnik in einer Garage und deshalb sieht es hier aus, wie es hier aussieht. Aber da sind die Vergaser, beziehungsweise das ist ja, also es sind zwei Vergaser, es ist ein Doppelvergaser, die sind in der Mitte miteinander verbunden. Der sieht aus wie Sau. Und weil der aussieht wie Sau, kriege ich jetzt gleich erstmal von einem Kumpel ein Ultraschall-Reinigungsgerät gebracht. Und dann machen wir den erstmal sauber mit Ultraschall. Das ist so der erste Plan, das wir überhaupt erstmal sehen. Weil der ist nämlich ganz schön pekig. Hier sieht man die eine oder andere Schraube vielleicht gar nicht, die man ran- oder abschrauben muss. Und dementsprechend muss der erstmal sauber gemacht werden. Das ist jetzt also der nächste Plan. Genau, und dann werdet ihr als nächstes ein Video sehen, wie hier die Elektroinstallation in der Garage gemacht wird und Lampentechnik und was wir so alles machen. Dass der alte Mist hier rauskommt, die ganzen alten Leitungen wegkommen. Ihr seht, ich habe da hinten schon unten Steckdose, oben Verteilerdose mit Kabelrohr. Am Fernseher genau das gleiche, unten Steckdose, oben Verteilerdose, Kabelrohr, oben Kabelrohr und so weiter. Und an den Lampen vorbei, wir haben hier schon mal so Striche angezeichnet. An dem Strich entlang nachher läuft ein Kabelrohr und da hinten sind dann nochmal mehr Lampen. Hier sind noch mehr Striche, da ist der nächste Strich und da drüben ist noch einer. Naja, gut. Brauche ich euch jetzt nicht mit langweilen. Jetzt gucke ich erstmal JP-Video zu Ende. Dann kommt das Ultraschall-Reinigungsgerät. Das müsste eigentlich gleich da sein. Und dann schmeißen wir das gute Stück da einfach mal rein. Los geht's! Oh, der Besuch ist wieder weg aus dem hohen Norden. Ihr seht, das Wasser ist schon mal keimig. Und der Vergaser ist, naja, 90% sauber. Leider da in der Mitte noch relativ dreckig. Aber das mache ich dann sauber, wenn wir den anfangen auseinanderzubauen. Ich habe mir extra schon eine Zahnbürste dazu geholt. Und die kleinen Teile sind schon sauber. Und die kleinen Teile hier machen wir noch sauber und die hängen wir jetzt schön hier drin in unser keimiertes Wasser. Ne, also das sieht dreckiger aus als es ist, ganz so dreckig ist es ja nicht. Ich hänge das mal ein bisschen weiter drin. So,
Und für mich hört sich das ja nicht so laut an, aber für euch dürfte das jetzt relativ unangenehm sein. Also Achtung, Kopfhörerbenutzer. Kann jetzt da eine Viertelstunde drin laufen. Ich mach mal nochmal aus, dass ihr mich versteht. Was ich jetzt mache, ist, ich fange jetzt an, den Vergaser auseinanderzunehmen und dann bauen wir hier das Tuning-Kit ein. Das zeige ich euch jetzt, wie es geht, nachdem der da fertig ist. Ja, ich habe hier also quasi schon die Station aufgebaut. Hier ist mein Wartungshandbuch, hier ist quasi aufgezeichnet, wie der Vergaser aufgebaut ist. Das ist der neue Vergaser, das da ist der alte, also der, den ich habe. Und halt mit allen möglichen Bezeichnungen und wie was wohin kommt. Relativ simpel, keine großartig, ich sag mal, sehr komplizierte Technik ist das auf keinen Fall, wenn man dieses Buch hier hat. Denn das ist ziemlich selbsterklärend. Macht euch eine schöne, saubere Oberfläche, packt euch das alles schön hin. Guckt mal hier, das seid ihr. Ihr seid auch schon dabei. Euch decke ich jetzt hier rauf und wenn ihr hier drauf seid, dann jetzt los. So, wir starten also damit, dass wir als allererstes mal die Unterdruckdose ausbauen. Ja, nicht großartig schweres. Achtet schön drauf, dass ihr die Schrauben nicht kaputt macht. Das ist wirklich gruselig bei so Vergasern. Das ist aber schon bei Simson-Vergasern so gewesen und bei allen anderen Vergasern, die ich bisher in der Hand hatte. Die Schrauben sind immer sehr, sehr empfindlich. Schön vorsichtig, dass ihr die Köpfe nicht kaputt macht. Weil die meisten eine spezielle Länge haben und ein spezielles Feingewinde. Meistens sind keine einfache 100er oder 125er Steigungen. Und dann genau die richtigen Schrauben wieder zu finden, ist ja nicht so einfach. Deshalb erstmal auseinanderschrauben und dann weitersehen. Hier dürfte jetzt eigentlich noch relativ viel Reiniger sein. Oh, da ist eine Feder. Hallo. Eine Feder. Eine Membran. Okay, wo ist jetzt der Schieber? Ah, hier ist der Schieber. Und in dem Schieber ist hier unten die Nadel drin. Wie ihr seht, da läuft noch ein bisschen was von dem Reiniger raus. So sieht der aus. Das hier ist quasi eine Unterdruckmembran, die, wenn hier Unterdruck drauf kommt, den Schieber hoch und runter zieht. Was ihr mit eurer Hand bewegt, ist nur die Drosselklappe. Die sitzt hier vorne drin. Ihr dreht die Drosselklappe auf, dadurch entsteht Unterdruck. Der Unterdruck zieht den Schieber auf. So funktioniert das Ganze. Relativ simpel. Ganz, ganz einfacher Vergaser aus den 80er Jahren. Das ist wirklich nichts Besonderes. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Auf der anderen Seite müssen wir noch was ausbauen. Und dann tauschen wir im Grunde genommen nur die Nadel und auf der anderen Seite die Hauptdüse. Super simpel. Wir tauschen jetzt hier diese Nadel. Und zu dem Tauschen von dieser Nadel gehört noch zusätzlich, dass man mit dem mitgelieferten Bohrer, das ist der hier, der ist da dabei gewesen, diese Schieberbohrung aufbohrt. Das machen wir jetzt quasi. Wir tauschen jetzt die Nadel. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Membran nicht kaputt macht, weil das muss nachher wieder luftdicht sitzen, dass der Schieber vernünftig arbeitet. Da muss man also mit der Membran sehr vorsichtig sein. Wir nehmen uns jetzt also einfach unseren Achter, der liegt hier irgendwo rum. Und müssen da unten so eine Viertelumdrehung quasi, diesen Stern rausdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich schwierig zu erkennen. Naja, da ist unten jedenfalls so ein Teil drin, das kann man rausdrehen. Viertelumdrehung, dann nimmt man das raus, dann kriegt man die Nadel raus, dann bohrt man diese Schieberbohrung auf. Und dann baut man das Ganze wieder zusammen. Los geht's. So. So. Das ist diese Teil, was ihr da rausschraubt. Das ist, wie gesagt, das klickt sich hier bloß ein, also ist bloß so nicht mal eine Viertelumdrehung, eine Drittelumdrehung groß. Und dann kriegt man das raus, dass unten eine Feder, immer schön drauf aufpassen, dass er das alles da behaltet. Und dann kommt hier die Originalnadel raus. Die Originalnadel hat quasi auch keine Versteller, das ist einfach nur so ein kleines Scheißerchen mit einem Anschlag oben und das war's. Das ist die originale Nadel. Und die tauschen wir gegen diese Nadel, die im Kit dabei ist. Da muss man dann bloß noch diese kleinen Clips drauf machen. Zeige euch gleich, dass die an der richtigen Position sitzt. So, wir haben also unseren Akkuschrauber. Und wie ihr da durchsehen könnt, da hinten unten ist so eine Bohrung. Und die mittlere Bohrung, das ist die, die ihr quasi aufbohren müsst, ganz vorsichtig. Wenn ihr das fertig habt, müsst ihr ganz vorsichtig sein. Wie gesagt, wir haben da unten ein Loch in die Bohrung, dass hier nirgendwo Späne sind, gerade an der Membran, dass die Membran nicht kaputt geht. So, und jetzt bauen wir die Nadel ein. Los geht's.
So, ist relativ schwer zu erkennen jetzt natürlich auf der Kamera, aber die Nadel hat hier oben so ganz kleine Riefen. Und in diese Riefen muss dieser Nadelclip rein. Und zwar müssen oben zwei von den Riefen frei sein und unten drei, dass man die richtige Clip-Position hat. Und das machen wir jetzt. 1, 2, 3. So, das ist die richtige Position. Das kriegt man mit den Fingern nur sehr, sehr schwer reingedrückt. Deshalb ganz vorsichtig die Nadel auflegen, hinten anfassen und vorsichtig die Nadel auf den Clip drücken. Klack, das war's schon. So, und dann ist hier noch so ein kleiner Ring dabei, das ist ein Spacer. Der muss noch oben drauf. So, und jetzt kommt das Ganze einfach Reverse Engineering mäßig wieder zurück. Was ihr machen könnt, dass das hier sich wieder ordentlich abdichtet, ist ein kleines bisschen einfach so ein Multifunktionsöl nehmen und einen kleinen Spritzer auf dem Finger und damit den Rand von der Membran einstreichen. Das macht die Membran halt ein kleines bisschen weicher und sorgt dann dafür, dass das Ganze auf jeden Fall wieder ordentlich abdichtet. Denkt dran, das muss oben und unten gemacht werden, also auf beiden Seiten. Mal die Oberseite, jetzt machen wir noch die Unterseite und dann sind wir schon fertig. Und dann kann das Ganze wieder rein. Hier müsst ihr darauf achten, die Membran hat hier so einen O-Ring. Der sitzt genau hier drauf, weil genau dort nämlich der Unterdruck quasi auf die Membrane gehen wird. Da müsst ihr also darauf achten, dass die nachher an der richtigen Stelle sitzt. Achso, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Seht ihr das? Der Schieber hat hier so ein kleines bisschen Verschleiß, man sieht das. Das sind natürlich Sachen, die so eine Membran am Ende oder so ein Schieber verschleißen lassen. Das sind die Dinge, die sich dann so anfühlen, warum das Gas ein bisschen schlechter geht oder ein bisschen besser hoch oder runter geht, wenn das hier ein kleines bisschen, naja, besser geschmiert ist. Da ist natürlich Benzin, das heißt, das kann man nicht wirklich schmieren. Da könnte man früher oder später, jetzt hat das Motorrad 100.000 Kilometer runter, könnte man früher oder später mal neue Schieber einsetzen, aber der funktioniert auf jeden Fall noch. Was ich jetzt vorher noch mache, ist, weil wir haben das Ding ja Ultraschall gereinigt, ist mit Druckluft das Wasser hier oben entsorgen. Und dann kann man das Ganze wieder einbauen. Die Feder muss da natürlich noch hin, sonst kann der Schieber ja nicht wieder zurück. So, jetzt gucken wir noch, dass die Membran hier immer noch ordentlich sitzt. Macht sie nämlich nicht mehr. So, müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man hier neue Membran einbaut, dass das Ganze auch ein kleines bisschen besser arbeitet? Naja, 100.000 Kilometer altes Motorrad, ja. Da ist das halt so. So, und die Feder muss hier wieder ruf. Das Ganze drücken wir vorsichtig zusammen. Und dann haben wir es. Jetzt drehen wir das Ganze um und machen diese Seite. Hier achtet auch einfach mal wieder drauf, dass eure Dichtung ordentlich sauber ist, bevor ihr das Ganze wieder zusammenbaut und auch, dass die Dichtfläche ordentlich sauber ist. Da sollte man, bevor man das Ganze zusammenbaut, auf jeden Fall nochmal mit einem Öl und einem Reinigungstuch drüber gehen. Bevor ich das mache allerdings, schrauben wir jetzt hier wieder die Hauptdüse raus und tauschen die Hauptdüse, die mit dem Kit dazugekommen ist. Schön vorsichtig arbeiten. Die sind zwar ziemlich fest, aber ihr wollt auf jeden Fall nicht, dass ihr mit dem Schlitzschraubenzieher hier abrutscht und irgendwie was kaputt macht. Das Schöne ist, das ganze Kit kommt ja mit dieser Kiste und in dieser Kiste kann man dann schön seine Originalteile sortieren. Da sind jetzt die originalen Sachen drin. Und jetzt bauen wir, wie besprochen, diese DJ130, die bauen wir jetzt da ein. So, vorsichtig ansetzen. Hopp. Wieder den Schlitzer nehmen und gut handfest schrauben, nicht zu fest. Falls man aber mal wieder ran muss, kriegt man den Quatsch nie wieder ab. So, das war's schon. Jetzt machen wir hier noch den Dichtungssitz sauber und die Dichtung selbst sauber und dann können wir das Ganze schon wieder zusammenbauen. So, der O-Ring sieht auch eigentlich noch relativ gut aus. Da ist jetzt der ist nicht angefressen, nicht eingerissen, irgendwo komisch abgeknickt oder so. Den können wir einfach wieder einbauen. So. Und schon sitzt alles wieder an Ort und Stelle. Jetzt schrauben wir das Ganze zusammen.
Und dann haben wir das Vergaser-Tuning schon abgeschlossen. Mehr ist es ja nicht. Das heißt ja nicht. Ist natürlich schon ein Akt, den Vergaser hier auszubauen bei dem Motorrad. Aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall schon schlimmere Operationen hinter mich gebracht, als diesen Vergaser hier zusammen oder auseinanderzubauen. Also da gibt es deutlich, deutlich Schlimmeres. Alter, was für eine Aktion. Okay, da sitzt er jetzt auf dem Flansch und auf der anderen Seite, warte, zeige ich euch auch noch, sitzt er auch auf dem Flansch. Dort ist auch der Flansch. Jetzt fummel ich mir hier noch meine Schellen ordentlich zurecht. Und wenn ich das gemacht habe, dann ist der Vergaser wieder drin. Muss man nur wieder zusammensetzen. So, back in action. Hier seht ihr. So, meine lieben Freunde, ich bin also durch soweit mit dem Vergaser-Tuning. Wie ihr seht, das Motorrad ist noch komplett zerlegt. Und da der Tank noch beim Lackieren ist, kriege ich jetzt natürlich erstmal so, zumindest nicht ohne größere Aufwendung, Sprit in den Vergaser. Aber es wirkt erstmal so, als würde alles so funktionieren wie vorher. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich loslegen. Schade, dass ich jetzt keinen Sprit da habe, weil ich kriege sie so natürlich nicht an. Und weil die natürlich, ist ein altes Motorrad, relativ viel Sprit braucht, um erstmal warm zu werden, werdet jetzt auch wirklich eine unnötige Arbeit, sag ich mal, das Ding jetzt ohne den Tank zum Laufen zu bekommen. Brauche ich aber auch ja nicht machen. Also ich weiß ziemlich genau, dass das Motorrad so wieder funktionieren wird, wie vorher funktioniert hat. Wahrscheinlich sehr, sehr viel besser. Das ist der Plan zumindest. Genau. Airbox ist wieder drauf, alles ist wieder dran, so wie vorher auch war. Jetzt muss im Grunde genommen nur Sprit drin, Schlüssel drin und dann können wir loslegen. Okay, meine lieben Freunde, das sollte erstmal von mir gewesen sein mit dem Vergaser-Tuning. Als nächstes bauen wir den Heckrahmen um und dann kommt noch ein Video zu meiner Verkabelung hier in der Garage. Das ist aber alles jetzt irgendwie nächste Woche. Ich hatte Anfang der Woche gesagt, dass ich jetzt schaffe, diese Woche 2 Videos zu machen. Ist leider aber dazwischen gekommen, tut mir leid, ich konnte die Sherco jetzt doch nicht mehr fahren. Ich hatte hier, wie ihr gesehen habt, mein Vater war da, ein bisschen Besuch. Und da war einfach keine Zeit für Video zu wissen. Das Leben spielt halt ein anderes Spiel, als das, was ich manchmal spielen möchte. Aber ich möchte mich ja nicht weiter jetzt hier entschuldigen dafür. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und dass ihr beim nächsten Mal zum Dakar-Projekt wieder einschaltet. Okay, war schön, nicht lange schnacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.